Wenn in dieser Aussprache das Wort für die CDU-CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, als letzte Rednerin muss man vielleicht ein bisschen zusammenfassen, aber gerne möchte ich noch ein paar Akzente setzen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zum Bundeshaushalt 2017 ist zunächst eine überaus gute Nachricht verbunden. Zum dritten Mal in Folge legen wir einen Haushalt ohne neue Schulden vor. Gleichzeitig tätigen wir wichtige Investitionen in Sicherheit, in die Integration, in den Arbeitsmarkt, in Bildung und Infrastruktur. Der Haushalt hat die Zukunft unseres Landes im Blick. Unser Staat bleibt bei allen Herausforderungen handlungsfähig. Der aktuelle Haushalt stellt erneut unter Beweis, dass eine aktive, gestaltende Politik und Haushaltskonsolidierung sehr wohl Hand in Hand gehen können. In meinem Wahlkreis in Rheinland-Pfalz gibt es zahlreiche strukturschwache Kommunen. Deswegen ist es mir wichtig, dass diese im Bundeshaushalt auch bedacht werden. Auch in diesem Haushalt dient fast jeder fünfte Euro der Entlastung von Ländern und Kommunen. Trotzdem wird bis 2020 die schwarze Null fortgeführt. Das ist nicht selbstverständlich, meine Damen und Herren. Das ist das Resultat der unionsgeführten soliden Haushaltspolitik, die mit Augenmaß und Verantwortungsbewusstsein handelt. An dieser Stelle möchte ich Herrn Bundesminister Schäuble und den Kollegen im Haushaltsausschuss für ihre hervorragende Arbeit herzlich danken. Ein wesentlicher Aspekt in Haushaltsberatungen ist die Frage der Gerechtigkeit. Was gerecht ist, darum wird intensiv debattiert. Besonders die Linke dieses Hauses verweist häufig auf die Gerechtigkeitsfrage als Argumentationsmuster. Aber Gerechtigkeit ist beileibe kein linker Gesinnungsbegriff. Gerechtigkeit ist auch Leitbild für christdemokratische Politik. Wir als CDU lassen uns diesen Begriff nicht von den Linken wegnehmen. Wir haben die Belastungen im Blick und wir gehen damit verantwortungsbewusst um. Im Bereich Arbeit und Soziales treibt uns besonders die Frage der Generationengerechtigkeit an. Der demografische Wandel ist eine Tatsache. Die Bevölkerungspyramide wird auf den Kopf gestellt. So kommen im Jahr 2050 nur noch zwei Personen im erwerbsfähigen Alter auf einen Rentner. Generationengerechtigkeit ist das Gebot aus dieser Entwicklung. Arbeit und Soziales weist den höchsten Einzeletat auf. Hier lässt sich bereits heute der demografische Wandel ablesen. Für das Jahr 2017 sieht der Bundeshaushalt 91,2 Milliarden Euro für Rentenzahlungen vor. Das ist eine stattliche Summe. So wichtig und selbstverständlich soziale Sicherung ist, wir müssen sie aber auch zukunftsfähig halten. Im Zeichen der Generationengerechtigkeit müssen wir diejenigen achten, die die Renten erwirtschaften. Weder die aktuelle noch die zukünftigen Generationen der Beitragszahler dürfen wir über Gebühr belasten. Das sind wir unseren Kindern und Enkeln schuldig. Auch die andere Seite müssen wir im Blick behalten. Die Unternehmen, sie erwirtschaften diese Beträge gemeinsam mit ihren Beschäftigten. 59% aller regulär Beschäftigten arbeiten in kleinen und mittleren Unternehmen. Ihr Vermögen ist oft in den Betrieben gebunden. Die rot-rot-grüne Lieblingsidee einer Vermögenssteuer ist Gift für die KMUs. Selbst ein Thorsten Schäfer-Gümbel erkennt, dass dies die Unternehmen in ihrer Substanz gefährden würde. Es bleibt zu hoffen, dass sich diese Einsicht in der SPD durchsetzt. Im Einzelplan für Arbeit und Soziales ist aber nicht nur Soziales enthalten. Das vergessen manche Parteien gerne. Dabei ist die Arbeit so essentiell für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Uns geht es um mehr als kurzfristige Kennzahlen des Arbeitsmarktes. Wir setzen mit dem vorliegenden Haushalt Weichenstellungen für die Zukunft der Arbeit. Wir diskutieren vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ein neues Leitbild von Arbeit. Auch das macht Generationengerechtigkeit aus. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und auch wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion sind seit Längerem mit diesem Thema befasst. Gemeinsam mit den Tarifpartnern entwerfen wir an einem Tisch Strategien dazu. Unter dem Schlagwort Arbeit 4.0 erarbeiten wir Ideen für die Arbeitswelt der Zukunft.
Dabei geht es um neue Arbeitszeitmodelle, um die Frage der Work-Life-Balance, der neuen Anforderungen an soziale Absicherung von Arbeit oder auch den Stellenwert anderer Arbeit, die nicht Erwerbsarbeit ist. Dazu zählen die Pflege von Angehörigen oder auch ehrenamtliche Tätigkeit. Der Betrieb der Zukunft stellt nicht nur Fragen an grundsätzliche Anforderungen wie flexible Arbeitszeiten, verbesserter Arbeitsschutz und intelligente Netzwerke, sondern es geht auch darum, wie sichern wir den Fachkräftenachwuchs? Wie gelingt uns die Integration von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive? Wie motivieren wir ältere Menschen, ihren Erfahrungsschatz länger den Betrieben zur Verfügung zu stellen? Stichwort Flexirente. Wie ermöglichen wir Frauen bessere Aufstiegschancen? Und wie verbessern wir die Work-Life-Balance und die Schnittstelle von Familie und Beruf? Ein Schritt in diese Richtung ist, den Fokus auf gute Bildung und gute Ausbildung zu legen. Ich freue mich sehr darüber, dass im vorliegenden Haushaltsentwurf der Bereich der beruflichen Bildung einen großen Stellenwert einnimmt. Wir stellen Mittel für die Initiative Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss zur Verfügung. Damit unterstützen wir gemeinsam mit den Ländern mit 70 Millionen Euro Jugendliche in ihrer Orientierungsphase in den Beruf. Ich habe selbst als Unternehmerin junge Menschen ausgebildet. Deswegen weiß ich, was benötigt wird. Kleine und mittelständische Unternehmen brauchen speziell auf sie zugeschnittene Weiterbildungsangebote, Beratung und weniger Bürokratie. Wir fördern überbetriebliche Bildungsstätten in 2017 mit 62 Millionen Euro. Darüber hinaus bleibt der Fachkräftemangel eine grundlegende Fragestellung für uns. Mit dem Meister-BAföG geben wir darauf eine Antwort. Aus dem Etat des BMBF fördern wir 170.000 junge Menschen mit 265 Millionen Euro. Dann gibt es auch noch die Studienabbrecher. Ihr Potenzial dürfen wir nicht verschenken. Hier weist die Initiative zur Gewinnung von Studienabbrechern für die berufliche Bildung eine neue Perspektive auf. So stärken wir unser System der dualen Ausbildung und eröffnen mehr Jugendlichen den Weg zu einer Berufsausbildung. Und Frau Ekin Deligüs, schwieriger Name, muss ich leider widersprechen. Ich hatte die Woche ein Gespräch mit meiner regionalen BA in meiner Heimat. Und es freut mich zu hören, dass für die Arbeit vor Ort, sowohl für die Ausstattung der Arbeitsagenturen als auch für die Integration in den Arbeitsmarkt, zurzeit genügend Mittel vorhanden sind, um Menschen in Arbeit zu bringen. Wir können es uns nicht leisten, Potenziale zu verschenken. Deswegen kriegen alle diejenigen Unterstützung, die sie benötigen. Auch das trägt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Bundeshaushalt 2017 ist gut und solide finanziert. Er beweist, dass sich Konsolidierung und Investitionen nicht ausschließen. Gerade im Bereich Arbeit und Soziales stärken wir die Talente, die unser Land voranbringt. Wir finden gemeinsam eine Balance zwischen Stabilität und Wachstum. Wir stärken den Gedanken der Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Denn das macht die CDU als Partei der Mitte aus. Danke schön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung.